Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass ihr auch heute hier wieder mit dabei seid. Heute möchte ich euch nochmal ein Wildkraut vorstellen und zwar eines meiner wirklichen Lieblingswildkräuter. Und da ist mir heute Morgen einfach aufgefallen, dass ich das noch in keinem Video eingebunden hatte, denn es ist die Vogelmiere. Sinnigerweise hat die Vogelmiere sich bei mir im Garten jetzt angepflanzt, als ich im Frühjahr unterwegs war. Und da die Töpfe so ein bisschen durchgeschaut hatte, um nochmal frische Erde reinzumachen, habe ich gesehen, dass da ein kleines Pflänzchen Vogelmiere sich angepflanzt hat. Und ja, dem habe ich jetzt natürlich Raum gegeben, das habe ich natürlich nicht ausgerupft. Und so ist die Vogelmiere, eines meiner Lieblingskräuter, jetzt bei mir auch direkt hinterm Haus. Und ja, die zeige ich euch jetzt mal und erzähle euch ein bisschen was dazu, warum die Vogelmiere denn so wertvoll für uns ist. So schaut die Vogelmiere aus. Wie ich euch eben ja schon erzählt habe, hat sie sich hier in so einem Blumenkübel selbst gepflanzt. Du siehst hier, dass sie auch so kleine weiße Blüten hat. Ich nehme das mal ein bisschen mehr ran, dass man es besser erkennen kann. Und die Blätter, die sind so ein bisschen eiförmig geformt. In der freien Natur findest du die Vogelmiere oft so auf Wiesen, direkt auf Äckern oder auch so am Rande von Wiesen und Feldern. Das Besondere an der Vogelmiere ist, dass sie doppelt so viel Kalzium, dreimal so viel Kalium und Magnesium und siebenmal so viel Eisen enthält wie zum Beispiel Kopfsalat und 2 bis 8 mal so viel Vitamin C. Sie enthält außerdem die Vitamine B1, B2, B3. Sie hält außerdem das Spurenelement Selen, Schleimstoffe, Saponine und Flavonoide. In der Volksmedizin wird die Miere bei Husten, Asthma und Lungenerkrankungen eingesetzt, außerdem zur Reinigung und Kräftigung des ganzen Organismus. Die Pflanze hat eine kühlende, entzündungshemmende, schmerzlindernde und verdauungsfördernde und leicht abführende Wirkung. Ja, noch am Rande bemerkt, was du hier siehst, das ist übrigens Kapuzinerkresse. Ich hatte noch Samen und die Vogelmiere, als ich die im Frühjahr hier entdeckt habe, das war nur so eine ganz kleine Pflanze, wo ich noch nicht sicher war, ob sie denn sich überhaupt hier auch weiter kultiviert und auch bleibt. Ich habe sie auch nicht vor dem Frost geschützt, weil es ja auch einfach eine Wildpflanze ist, dachte ich, zur Kräftigung, entweder sie schafft es oder sie schafft es nicht. Das ist ja in der freien Natur nichts anderes. Und da habe ich hier rundum noch Kapuzinerkresse-Samen eingepflanzt und diese Pflänzchen hier. Weil ich liebe auch Kapuzinerkresse, da kann man auch die Blätter essen. Man kann die Blüten essen, da mache ich euch auch nochmal, wenn sie blüht, ein spezielles Video dazu. Und ja, die Kapuzinerkresse scheint sich hier auch wohl zu fühlen. Die kommt hier auch so langsam durch. Dann habe ich mir heute Morgen noch Girsch mitgenommen. Du siehst hier so die feinen jungen Triebe, die nehme ich mir am liebsten immer mit für mich. Die großen Blätter, die kann man natürlich auch ernten, aber ich mag immer so am liebsten die kleinen, feinen, zarten Triebe. Vom Girsch kann man übrigens die Blüten auch essen. Der Girsch blüht so ja im Spätsommer erst. Und das Besondere oder das Wertvolle beim Girsch ist, dass er reich an Kalium, Magnesium, Calcium, Mangan, Zink und Kupfer ist. Und er beinhaltet zudem auch Vitamin A, C und Eiweiß. Außerdem enthält er Harz, ätherisches Öl und Flavonoide. Was du hier siehst, das ist im Übrigen Mädesüß. Mädesüß eignet sich wunderbar dazu, um Wasser zu energetisieren. Und im Spätsommer, wenn es blüht, dann nehme ich sehr, sehr gerne die Blüten auch zum Energetisieren von Wasser. Das hat einen wunderbaren, ja, für mich so ein bisschen Marzipan-ähnlichen Geschmack. Da werde ich auch noch, wenn es soweit ist, wenn das Mädesüß blüht, ein Video zu aufnehmen für dich. Und jetzt habe ich mir hier noch ein wahres Power-Energy-Getränk zubereitet. Ich habe eine Handvoll Vogelmiere genommen, eine Handvoll Girsch. Und eine Orange, habe das Ganze in den Blender getan und das werde ich jetzt erstmal hier zum späten Frühstück genießen. In diesem Sinne, ich danke dir ganz herzlich für dein Dabeisein, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, schicke dir eine herzliche Umarmung und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Deine Irmgard, auf unsere Gesundheit.